Je älter wir werden, umso wichtiger wird die Erinnerung. Auch die Enkelkinder wollen ja wissen, wie das denn damals war. In Oberösterreich hat sich ein Club zusammengefunden, in dem die Erinnerungen unter professioneller Anleitung zu Biografien verarbeitet werden. Sogar eine Strumpfhose kaufen hast sparen müssen, hast du das überlegt. Erinnerungen an längst vergangene Zeiten, die beinahe in Vergessenheit geraten sind und jetzt hervorgeholt werden, etwa wenn die Enkel Fragen stellen. Einmal pro Monat trifft sich diese Runde seit vergangenem Herbst, um gemeinsam an den eigenen Biografien zu arbeiten. Zwischen den Treffen bekommen die Biografinnen Anleitungen übers Handy zugeschickt. Kindheit und Schulzeit stehen dieses Mal im Mittelpunkt. Eine schöne Kindheit habe ich gehabt. Es hat sich immer was dann. Im Sommer sind wir blaffersig umeinandergerannt, also in die Latschen angespritzt. Und es war egal, ob wir schmutzig waren oder nicht. Wir durften zum Beispiel keine Hosen tragen. Also die Mädchen haben alle schöne Röcke angehabt, Faltenröcke. Man musste die Autorität akzeptieren, dürfte mit Burschen auf der Straße nicht reden. Das war verpönt. Treffpunkt ist das Kaffeehaus Freudig an der Linzer Promenade, das im Stil der 1950er bis 70er Jahre eingerichtet ist. Ins Leben gerufen hat den Club der freudigen Biografinnen eine frühere Journalistin der Oberösterreichischen Nachrichten, die sich auf das Verfassen von Biografien ganz normaler Menschen spezialisiert hat. Es ist ja ein Schreibclub, der Club der freudigen Biografinnen. Und das Schreiben hilft da dabei, Erinnerungen aufzuwecken. Also indem man schreibt, das ist ganz interessant, kommen die Erinnerungen wieder hoch? Wie wollen Sie die irgendwie durchs Schreiben da wieder nach oben arbeiten und dann durch die Hand aufs Papier kommen? Alle der insgesamt 7 Teilnehmerinnen haben sich zum Ziel gesetzt, ihre Lebensgeschichte aufzuschreiben und als Buch für die Nachkommen drucken zu lassen, auch weil sie selbst so manches über ihre eigenen Eltern nie erfahren haben.